Gut, beim Klicken und Klötzchen setzen sollte man dann vielleicht auch doch zwischendurch mal das Hirn anschalten. Ich gehe mal eben. Ja, jetzt habe ich einen ganz trockenen Hals. Ich gehe mal eben ein paar Bäumchen setzen. Mit den Lingen. Mit dem Setzenlingen. Jo, das könnte auch sein, dass der jetzt wieder da war. Die vielleicht jetzt dicht aneinander. So, da noch einer und. Oh ja, da meinetwegen auch. Und hier soll einer stehen. Mehr habe ich ja gar nicht. Das ist ja schön. Habe ich die Arbeit ja schon mal. Der ist dazu nicht. Habe ich die Arbeit ja schon mal getan. Oh. Ach so, ja, ich habe mich jetzt für eine krasse Maßnahme entschieden. Und zwar hau ich einfach meine Schaufel kaputt. Werde ich hier tatsächlich mal den Hügel noch ein bisschen anders machen und ich werde das noch weitermachen, weil ich will, die Treppe mache ich vielleicht sogar schmaler, weil ich will doch hier die Symmetrie nicht unterbrechen, weil ich Symmetrie geil finde. Nein, es gibt dafür keinen Grund. Ich baue es einfach in diesem Falle tatsächlich symmetrisch nachher dann noch irgendwann, weil es einfach keinen Grund gibt, das schief zu lassen. Und, es ist weder optisch besser, noch ist es irgendwie notwendig. Und dann finde ich, kann ich das auch einfach mal machen. So. Und nein, das hat überhaupt nichts mit Symmetrie zu tun. Symmetrie ist mir so egal. Jetzt weiß ich natürlich nicht. Ist da jetzt das Wasser hinter? Na, dann wird das aber ja hier gleich ein feuchtes Erwachen, was? Hallo, Wasser? Oh, wie weit können wir denn wohl? Ich würde sagen, hier ist das Wasser hinter. Ach, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Ach, Manu. Also, ein Lagerraum mit Blick auf Schlafzimmer ist doch voll bescheuert. Und jetzt habe ich das da schon auf. Jetzt brauche ich natürlich wieder Cleanstone. Ich würde sagen, das war jetzt so nicht ganz ausgereift. Und ich habe auch keinen Cleanstone mehr. Ich habe nicht mal mehr Kohle, weil ich die in der Truhe da hinten gelassen habe. Und hier habe ich wahrscheinlich auch keine Kohle mehr. Doch, schön. Dann brauche ich mal ein bisschen Cleanstone. So. Dupdidup. Nein, 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 nein. Ich will jetzt diese Musik haben. So, Cleanstone. Hatte ich das nicht vorhin? Es wird ja schon wieder dunkel. Oh mein Gott. Das heißt, ich hatte kurz überlegt, ob ich den Vorschlag hier hinter noch eine Beleuchtung zu machen, hinter dem Wasser, weil eigentlich hatte ich gedacht, das mache ich. Aber das ist natürlich jetzt dann doch irgendwie ein bisschen blöde. Entschuldigung, wenn das gerade ein bisschen... Ich war gerade ein bisschen mit Trinken beschäftigt, habe das Mikro vom Kopf gezogen und jetzt mit der Lippe wieder berührt. Also dieses Headset ist nicht mein Freund. Ich klingt auch nicht so besonders toll. Ja, da ist jetzt ein Loch, ne? Und, ja, das Loch ist halt da und der Abstellraum kommt hier definitiv hin. Und ich würde sagen, das bedeutet, dass der... also das muss sein aus optisch... Was? Ist ja auch ein Höhengeräusch gerade gewesen. Das klang ein bisschen wie ein Flugzeug. Das kann ich eigentlich nicht machen, weil... Diese Wand müsste weg und das, ich finde... Manno! Ach, was soll der Geiz? Hallo? Das reicht mir erstmal. Kabel habe ich noch ein paar, hoffe ich. Den muss ich auf jeden Fall... Muss ich diese machen mit Cleanstone?
Und dann muss ich machen mit der Axt, muss ich machen diese hier weg und weg und weg. Muss ich diese machen weg und die machen weg. Und müssen die alle weg, 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 weg. Ah, kommt, ihr passt mir nicht. Ihr Holzblöcke, ihr alten blöden Holzblöcke, müsst ihr da weg. Du musst auch weg. Geh, komm, fort mit dir, du Holzblock auch und du auch. So, das habt ihr davon. Seid ihr einfach doof in den Weg und seht scheiße aus. So, mache ich einfach nach da ein bisschen weiter und dann passt das irgendwie schon. Ich weiß jetzt natürlich nicht, dass, aber das war glaube ich noch ein Stück. Also es geht ja auch nur darum, dass ich den Flur, ja, oh, den auf jeden Fall noch. Dann kann ich den Flur noch ein bisschen verschieben. Verschieben. So, jetzt komme ich auch nicht mehr mit dem, bei diesen I-Lauten, mit dem, bei dem Ü-Lauten. Mit dem Lippen an den dem Lippen an die Mikrofon und dann kann ich den Eingang ein bisschen, weil ich habe den Eingang immer ungern direkt an der Wand. Ich habe das nicht nur ungern, ich mache es einfach nicht. Und yep, es könnte hier auch eventuell noch ausreichen sogar. Da muss ich nachher den Aufgang irgendwie noch anders gestalten, aber das soll jetzt noch nicht das Problem sein. So. Und dann kann ich den ein bisschen verschieben. Verschiebe ich dann auch gleich. Muss ich gucken. Ich habe auf jeden Fall 2 Holz zu wenig. Also egal wie weit ich es verschiebe, ich habe auf jeden Fall 2 Holz zu wenig. So, dahin. Habe ich hier noch, habe ich hier quasi noch ein mehr. Ja, ich glaube. So, jetzt fehlen mir 2 Holz. Das ist ärgerlich. Ist da draußen schon ein Baum gewachsen? Nein. Oh Mann, jetzt reicht der Cleanstone wahrscheinlich auch nicht mehr aus. Hätte ich jetzt auch mit Kabel einfach mal machen können, wäre irgendwie schlauer gewesen. Ja, mein zweiter Vorname ist auch nicht schlau. Nein, und ich werde ihn jetzt nicht verraten. Wozu sollte ich? So. Dann hier noch eine schicke Holzwand rein. Und einfach nach da weiter zimmern. Ich könnte jetzt überlegen, wie viel in welche Richtung und überhaupt und alles, aber es ist mir jetzt gerade zu viel Planung. Weil hier kommt sowieso, glaube ich, gleich der Bahnhof. Es sei denn, ich gehe... Ach, ich probiere das einfach. Also noch scheint es zu gehen. Also das ist auch, der muss auch, weil da muss ja irgendwie eine Holzwand hin. Und ich glaube, ich sollte mal, um hier keine böse Überraschung zu erleben, eine Fackel setzen, sonst kommt da gleich noch ein Zombie oder ein Skelett oder noch schlimmer ein Creeper. Das will ich nicht. So. Dieser Stein muss weg. Oh nein. Dieser Stein muss wieder dahin. Jawohl. Dieser Stein muss aber weg. Dieser Stein und dieser Stein und dieser Stein muss dahin. Oh ja, so muss das sein. Oh ja, ich baue hier noch eine Reihe weg. Diesen Stein und Stein um Stein muss der Stein da weg, jawohl. Ja, weil ich das will, muss der Stein da weg. Ich will den Stein da weg haben. Der Stein will da bleiben, doch ich hab ne Hacke und dann kommt der Stein einfach weg. Ja, fein. Stein muss weg. Dieser Stein muss auch noch weg, jawoll. Und der noch. Ich mach diese ganze Reihe einfach weg, weil mir das so schmeckt. Juppidu und juppida. Wunderbar. Alle Steine sind gleich weg. Ja, die Steine haben ja keine Chance gegen meine super Spitzhacke. Juppiduppidu, Juppiduppi Bahnhof.
Ich sehe hier Bahnhof. Jetzt ist wieder Scheiße angesagt. Das habe ich jetzt wohl nicht so richtig irgendwie. Kann ich auch nicht ändern. Und das heißt, irgendwo muss ich jetzt haushalten. Ich würde sagen, da. Und jetzt fehlen wir wieder Cleanstone. Muss ich den wohl holen? Gehen. Und dann gehe ich mal hier hinten hin. Hier ist der Cleanstone drin. Doch der Cleanstone reicht noch nicht. Drum brauche ich noch Kohle, die ich aus dieser Kiste schnell einfach mal so hole. Jetzt kommt die Kohle hier hinein und brennt mir den Cleanstein. Oh Mann, ist das scheiße. Aber da kann ich auch nichts für. Oh ja, wo ich von dumm rede, setze ich auch einen Stein ganz dumm. Einfach in der Gegend rum. Und jetzt renne ich nochmal schnell zurück, denn mir fehlt von Stein noch ein ganzes Stück. Die sind noch nicht fertig, drum werde ich einfach nochmal öfter rennen. Dumm, und ich renne mich auch rum. Einfach hier in die Ecke setze ich noch einen Stein. Wenn noch schneller. Mann, scheiß Ofen, Mann. So, genug der Freude. Jetzt geht es wieder ernst zur Sache. Ich brenne Cleanstein. Dumm. So. Und jetzt renne ich nochmal und ich habe was vergessen. Darum hole ich mir nochmal den, der fertig ist. Das ist nicht so viel. Cleanstein. Der hier fertig ist, aber hier passt noch mehr rein. Jetzt hole ich den Cleanstein und dann gehe ich zurück und setze den Cleanstein einfach dahin, wo er hin muss. Ja. Das reimt sich nicht. Egal. Gott sei Dank. Ihr habt es überstanden. Eventuelle Schadensersatzsprüche könnt ihr bitte unter folgender Adresse geltend machen. Ja. Frau Angela Merkel, Bonn. Ja, ich kenne die genaue Adresse jetzt nicht. Also wird das mit den Schadensersatzansprüchen nichts? Und ich weiß, Leute, die bei Versicherungen arbeiten, werden mich für Schadensersatzansprüche töten. Weil ich gelernt habe, im Versicherungsgewerbe, das ist das mit den, also im Versicherungsgewerbe sagt man Schadenersatz. Und ich sage aber Schadensersatz. Juhu. Weil ich das einfach mache. So, jetzt wollte ich mich gerade hinlegen und schlafen und einfach mal eine Pause machen, aber das wird nichts, weil ich jetzt einfach wieder hier zum Bahnhof gehe und dann schnell mal nach dem Lehm mal sehe und den Lehm dann auch gleich verwende für die Wände. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und auch hier nehme ich den Lehm aus dem Inventar und packe ihn in den Ofen. So, das war einer zu viel, da reichen 7 und einer im... Naja... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt müssen es 8 sein, weil der Ofen ja noch nicht brennt. So. Mehr kann ich leider nicht gerade. Und jetzt kann ich hier raus. Habe ich ja jetzt gar nicht so toll gemacht. Ich leeren sollte ich den dann doch. So, und jetzt geht's hier weiter. Und da, und da, und da. Nein, oh Mann, ich verklick mich. Das ist nicht gut. So muss das nicht sein. Der Stein muss da rein. Da oben, jawohl. Da gibt es Ziegelsteine ohne Ende. 34 Stück. Hä? Wie habe ich denn das jetzt gemacht? Oder hatte ich noch zwei? Ich hatte noch zwei, okay. Ich war gerade etwas verwirrt. So. Yeah. Mal gucken, wie weit das hier... Hallo? Ah, eine Spinne! Hallo! Nein, hau ab!
Ich habe kein Schwert mehr. Doch, habe ich. Weg. Danke für die... gibt es hier noch anderes Viecherzeug? Ja, ein Skelett steht da noch doof rum. Habe ich noch den Bogen dabei? Hallo, Pogen. Wirf das Skelett zu Boden. Das Skelett auf dem Boden hat ja gar keinen... Was haben wir hier denn? Erfahrungspunkte. So. Ein Creepy. Creeper-Weitschuss. Da muss er hin. Ey, ich hab verfehlt. Aber so nicht. Okay. 2. Und schaffe ich ihn? Gibt's da nicht auch eine Errungenschaft, dass man irgendwas auf eine bestimmte Entfernung? Oh, Mann. Ich habe ihn erledigt, aber es waren 5 Schüsse statt 3. Oh, ich bin so schlecht, schlecht, schlecht. Aber vielleicht spiele ich deshalb Minecraft und keinen Shooter. So. Wobei das nicht stimmt. Ich habe auch mal Crysis gespielt. Und Dead Space angefangen. Das ist kein Shooter. Aber das gehört zu den Spielen, die ich einfach echt nicht länger als maximal, ich weiß nicht, 10 Minuten anlassen kann. Ich pisse mir dabei echt in die Hose. Nicht weil was passiert, sondern weil ich weiß, es könnte irgendwas passieren. Das ist voll mies. Voll mies. Jawoll. Ah, da ist ja noch Holz. Okay. Bin ich gerettet. Juhu. Brauche ich schon ein paar Stickies. Juhu. Jetzt habe ich Stickies. Und jetzt brauche ich wieder eine Werkebank. 2 Spitzhacken. 1, 2, 3. Spitzhacke fertig. Schweinerei. Mache ich mir ein kleines Schaufelchen. Wiwi, ein Schaufelchen. Hier ist die Schaufel. Hallo, Schaufel. Habe ich eigentlich noch eine Rüstung? Ja, Rüstung sieht gut aus. So. Holz, Holz, Holz wollte ich irgendwo unterbringen. Holz, 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 Holz wollte ich hier hinten. Ja. Hier wollte ich Holz hin. Nein, den lasse ich da. So. Dumm, die dumm. Da und 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 da. Und ich weiß, das Holz reicht mal wieder nicht für irgendwie auch nur die Hälfte. Nicht ganz wenigstens. Da fehlt ja auch noch eine Wand. Hab ich das wohl hier so gemacht? Wie habe ich das da gemacht mit die Fackel? Ah, okay, irgendwie, die stört mich da noch. Die wollte ich schon lange wegnehmen. So, jetzt habe ich wieder 14 Steinchen. Die kann ich auch mal eben setzen. Jetzt setze ich auf Stein. Da muss ich aber erst die anderen Steinchen da wegmachen. 1, 2. Ja, vielleicht sollte ich das mal hier so Reihe für Reihe irgendwie machen. Weil ich da jetzt auch nicht so wirklich weit komme mit diesen Steinchen. So. So, so. Oh, wie schön. Traumhaft. Jetzt darf ich wieder an die Decke springen, aber die Steine reichen für diese Reihe aus. Juhu. Kann das was werden? Wird das was? Es fehlen ein paar Graffitis an den Wänden irgendwie und der Duft nach abgestandenem Urin, wie auf Bahnhöfen üblich. Ach man. Aber ich glaube, irgendwann lässt sich das hier ganz gut. Ja, es könnte mir gefallen irgendwann. So, jetzt kommt dann dafür Höhle. Was habe ich? Was brauche ich denn jetzt? Jetzt weiß ich nicht, auf welcher Taste welche Musik ist. Vielleicht sollte ich das doch mal auswendig lernen. Achso, ich gehe auf Wanderschaft. Lololo, ich hole mir noch ein bisschen Lehm. Denn ich hole mir jetzt einfach noch mal Lehm. Wo ist Lehm? Ist da Lehm? Wo ist Lehm? Wo ist Lehm? Hallo, Creeper-Rest. Hallo, hast du Lehm gesehen?
Oder Schafe? Nein, aber du hast ein Ei gelegt. Das klaue ich dir. Hihi. So. Ja. Ja, wenn ich mir die roten Blumen angucke, da hatte ich auf Minecraft-Forum eine Nachricht, dass ich eine Bitte, eine Privatnachricht, eine Bitte in einer Privatnachricht, also eine privatnachrichtliche Bitte, ob man die vielleicht etwas anders noch machen könnte. Und wenn ich es mir so angucke, dann könnte das auch eventuell, kann ich mir das überlegen. Die Stiele sind eigentlich zu hell. Das Rot selber finde ich ganz nett. Und der Vorschlag war so eine Art Rosenbusch. Grundsätzlich, ja, zumindest etwas anders, als sie jetzt so sind. Hier ist ein Ei. Da ist auch ein Ei. Jetzt ist meins. Jetzt hole ich dir das Ei weg. Ich klaue dir das Ei. Oh, hast du das gesehen? Nein. Und jetzt... So.